Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu MX vs. ATV All Out. Ja, ich dachte mir mal, wir nehmen unser neu gewonnenes goldenes ATV hier. Oh je, sieht ja auch mal geil aus. Hier alles in Gold, oder fast alles zumindest. Wow, alles klar. Okay, da haut es uns ja schon hin, weil uns voll einer reindonnert. Okay, das läuft hier gerade gar nicht gut. Ich komme hier gar nicht weg. Das ist natürlich auch geil. Aus der Bahn. Okay, wir müssen da schon mal wieder ein bisschen reinkommen. Eigentlich war es ja mit den ATVs relativ einfach. Oh, das war auch gerade sehr knapp. Jetzt einen hingehauen. Ja, und ich habe immer gedacht, dadurch, dass wir jetzt ja nicht unbedingt so viel Stürze haben oder so viele Tricks machen, dass es nicht langweilig wird, stelle ich mal auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad. Nennt sich hier All-Time. Und da bin ich mal gespannt. Gerade komme ich wieder gut nach vorne. Okay, nur Platz 12 eigentlich. Schon gedacht, ich habe wieder mehr überholt. So, Alter! Mal, wie die mich immer wegstoßen. Gibt's doch gar nicht. Uiuiuiui, das kann ja wirklich was werden. Wieso habe ich hier so hochgestellt? Vor allem der Witz ist. Ja, okay, doch, Punkte können wir schon machen im Freestyle. Vielleicht sogar besser wie mit den MX-Motorrädern. Dass uns vielleicht nicht so viel hinhaut. Aber wir schauen mal. Obwohl der Aufprall und so könnte. Ich weiß nicht mehr. Schon wieder länger her, als wir mit dem ATV gefahren sind. Habe ich ja dann ein bisschen sein lassen, weil es halt doch manchmal ein bisschen langweiliger war. Beziehungsweise mit dem UTV war es ja noch schlimmer. Weil dann konnten wir ja gar keinen richtigen Crash machen, dass man irgendwie einen richtig einen hinhaut. So, Platz 3. Vor uns aber irgendwie keiner. Doch, ganz da vorne. Okay, die sind schön vorne. Oh, uiuiui, das war auch gerade sehr gewagt mit dem Zurücklehnen. Aber die ist ja hier nur Platz 2. Wenn ich mal Platz 1. Der Sturz am Anfang, der war schon ein bisschen blöd. Der hat hier alles so ins Wackeln gebracht. Wo sind denn die? Hier ist einer. Zeit wäre mal interessant. Aber dann kommen wir auch ja schon in die letzte Runde hier rein. So, da ist einer. Platz 1 haben wir auch noch ganz kurz gesehen. Oh, ihn hat's hingehauen. Sehr nice. Muss nur aufpassen, dass ich hier manchmal nicht immer rausfliege. Oh, das Üble. Oh, jetzt kommt er aber. Okay, und Platz 1, 3 Sekunden, ja, okay. Könnte noch funktionieren. Vor allem hier im All-Time-Modus. Ah, der hat's noch hingehauen. Alter. Hier gerade irgendwelche Performance-Probleme. Das Spiel kommt gerade wohl nicht klar, dass ich Platz 1 bin, oder? Denke ich mir gerade so. Was haben wir? Zeiten? Ja, knapp eine Sekunde. Aber das heißt ja natürlich nicht viel. Ah, ich bin ein bisschen weit raus. Oh, das war auch wieder knapp mit dem Zurücksetzen. Die Schrift ist wieder weiß geworden und dann dauert es nicht mehr lange, dass man zurückgesetzt wird. Wieso bleibt hier die Zeit auch so lang stehen? Ich habe das Gefühl, dass irgendwas abspackt seit dem Update. Musste auch, ich habe hier schon wieder eine andere Aufnahme, anderer Aufnahmetag. Und ich musste auch nochmal das letzte Rennen machen, damit ich das goldene ATV bekomme, weil irgendwie hat das letzte Rennen nicht gezählt von dem davorigen Event. Es war jetzt nicht so schlimm, wir hatten ja genug Punkte und so. War ja eigentlich alles schon sicher. Aber trotzdem etwas blöd gewesen, weil ich mich erst schon ein bisschen gewundert habe, wo mein goldenes ATV sich versteckt hat. Und dann hat da komischerweise irgendwie noch ein Rennen gefehlt.
Aber komisch, weil das letzte Mal habe ich ja das Achievement bekommen. Sehr seltsam. Aber nun gut. Backflip! Der war nix. Egal. Uns hat der Edelklapp schon mal hingehauen. Am Anfang von dem Rennen. So, wir haben uns noch schön nach vorne gekämpft. Und es war eigentlich gar nicht... Blitzstart 12. War ja eigentlich auch gar nicht so weit auseinander. Klar, okay, wenn ich jetzt die ganze Zeit auf 1 gewesen wäre, der Start ein bisschen besser. Ja, schauen wir mal hier weiter. So, Shadow Valley. Unser zweites Rennen. Ich kann ja auch keinen guten Start machen. Immer wieder hier bei dem ATV. Auch ja schon beim letzten Mal, wo wir mit dem Bike unterwegs waren. Oh, nicht zu weit raus. Hier aus der Bahn ist hier wirklich gefährlich. Da müssen wir aufpassen. Ah, nein. Ich wollte vielleicht den Bonus irgendwie bekommen, aber... Ja, so weit am Anfang schon rausfahren ist natürlich nicht sehr gut. Und es war auch gerade auch ein bisschen knapp. Auch jetzt ein bisschen hin und her, gell? Jetzt bin ich wieder ein bisschen mit einem Vorsprung unterwegs, aber vorher waren sie direkt neben mir. Alles immer so ein bisschen interessant hier. Oh ja, dieser kleine Sprung gerade. Fast wieder rausgesprungen. Wobei, jetzt ist ja der Bonus auch egal. Fahrliste können wir noch holen. Oh, hier kommen wir schön rüber. Richtig nice. Oh, einmal hier schön runter. Mit den Sprüngen derzeit klappt es auch ganz gut. Relativ schöne Landungen mit dabei. Oh, hier 6, 5 Sekunden. Ich habe hier wirklich auf den schwersten Schwierigkeitsgrad gestellt. Und trotzdem sind wir ja vorne wie nochmal was. Kann es ja gar nicht sein. Ja, das ist wirklich ein bisschen Schiss, aber klar, okay, mit dem ATV mit 4 Rädern ist halt auch nochmal ein bisschen einfacher zu fahren. Muss man halt auch ein bisschen dazu sagen. Ja, ich komme ja relativ gut durch. Oh, wir sind fast hier hängen geblieben. Haben wir die Reifen durchgedreht und kaum mehr vom Fleck gekommen. Guck mal, wie wir hier vorne sind. Das kann es nicht sein. Bin wirklich irritiert. Auf schwer war es schwerer. So rein vom Gefühl her. Aber jetzt halt mit dem Bike fahren, wäre dann schon nochmal interessant. Wobei, solange ich keine großartigen Tricks mache oder so, oder nicht diese Riesensprünge, macht es eigentlich keinen Unterschied. Und wir mal ein bisschen risikofreudig ein paar Tricks machen. Oh, der war doch schön. Ich weiß gar nicht, kann man mit dem ATV nochmal mit einem Aufprall hinfliegen? Macht das überhaupt was? Ich weiß es gerade gar nicht. Bin mir nicht sicher, ob man da irgendwie zu schnell sein kann. Wie weit ich vorne bin, Alter. Oh, jetzt fliege ich ein bisschen raus. Ah, ging gerade noch. War gerade noch im Rahmen. Oh ja, viel passieren kann ja fast nicht mehr eigentlich. Mal wie weit ich vorne bin, kann ich hier easy 2-3 Stürze theoretisch mit reinmachen, aber eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich ja hier fehlerfrei bleiben. Wenn es natürlich so funktioniert. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Kommt ja nicht mehr viel. So, einmal hier rüber. Aber die klatschen schon alle.
Einmal hier hoch, einmal um die 180 Grad Kurve und runter. Oh, hinlegen. Ganz gechillt. Okay. Ich bin jetzt auch mal ein bisschen auf die anderen Rennen natürlich noch gespannt. Das war ja relativ easy. Vor allem, wir brauchen ja ein bisschen Punkte. Muss man ein bisschen auch dazu sagen. Wir haben ja hier oben noch dieses Freestyle-Event. Da könnte es eben noch spannend werden. So, das dritte Rennen hier in dieser Kategorie. So, dann kommen noch ein paar andere Rennen. Also wir sind ja nicht schon beim letzten, aber zumindest mal hier die Kategorie. Oh, geh mal weg. Ja, der startet halt immer. Wobei, hier... Ah, aber das ist zwei. Der eine schießt ja auch durch. Oh. Kann man aufstehen. Ah ja. Dass mich da nachher gegen die Brücke knallt, das wäre nicht so toll. Jetzt schon wieder hier. Wieder ein bisschen vorne. Kann schön meine Linie fahren, ungestört. Könnte auch ganz gut werden. War ich schon aus der Bahn? Ich weiß gerade nicht. Bin mir gerade ein bisschen unsicher. Aber ich versuche mal, mich hier anzustrengen. Ich war, glaube ich, schon draußen, oder? Oder verwechsel ich es halt jetzt nochmal mit dem letzten Rennen? Wir haben, glaube ich, auch ein bisschen eine längere Strecke. Oh, der war knapp. Der war knapp mit aus der Bahn, aber vielleicht ist wirklich die ganze Anstrengung umsonst. Ich probiere es aber mal. Knapp. Na, hier war ich jetzt nicht so schnell, weil ich eben probiert habe, ein bisschen schöner zu fahren. So, hier komme ich auch nicht schön hoch. Hat der Speed so ein bisschen gefehlt. So, hier weiß ich nicht. Hier würde ich eigentlich gerne mal Vollgas fahren, um zu gucken, weil mit dem Bike hat es uns da immer hingehauen. Aber ich glaube, dann fliege ich halt auch mega raus. Natürlich auch nicht so toll. Nein! Autsch! Okay. Moment, uns hat es nicht hingehauen. Wir sind nicht aus der Bahn. Alle Boni müssten noch aktiv sein. Okay, jetzt hier halt nicht erster Platz. Oh, geh weg. War nicht beabsichtigt. Hier so ein bisschen schräg mitgenommen. Oh, aber schön hier oben aufgekommen. Aber dafür mal ein bisschen spannender hier. Ein bisschen gegen die anderen fahren. Mal auf Platz 1 aufholen. Gucken, dass man nicht aus der Bahn fährt. Hier mal diese kleinen Minisprünge. Oh, vielleicht noch einen kleinen Trick dazu. Oh, Kollege. Oh, der ist schon 3 Sekunden. Ja, okay. Ja, wieder ein bisschen. Der kommt mal einmal angeschossen in die Kurve. Muss mal richtig aufpassen. Ja, auch voll das Hin und Her immer mit den Kurven. So eine Passage mal richtig extrem. Oh, ein bisschen vom Gas, gut, weil sonst wäre ein bisschen rausgeflogen. So, hier wieder Gas geben. Ah, ich bin ein bisschen blöd gefahren. So, hier, wie machen wir es? Vorher war ich, glaube ich, ein bisschen langsam. Ein bisschen schneller gemacht. So, hier jetzt einfach mal normal durchfliegen. Also hier hätte es uns, glaube ich, schon hingehauen mit dem Bike. Oh, nicht aus der Bahn. Ich glaube, mit dem Bike hätte der Sprung uns schon hingelegt. Nein! Wollt ihr mich verarschen? War ich da irgendwie zu schräg? Oh, come on, das war doch mies. Das war wirklich mies, Leute.
Beim aus der Bahn bin ich jetzt vielleicht gewesen, ganz am Anfang schon. Fahrlässig haben wir jetzt gerade in den Sand gesetzt. Oh, was für ein Wortspiel. Ah, und aber spätestens hier aus der Bahn gerade. Da wollte ich einfach zu viel. Ah, zurücklegen können wir uns auch jetzt. Um die Bonus brauchen wir uns jetzt nicht mehr anstrengen. So, wir sind doch gerade wieder gut vorne, echt. 3 Sekunden. Gerade immer irgendwie mehr. Hatte der vielleicht einen kleinen Crash oder so? Aber der eine Sturz gerade, der nervt schon so ein bisschen. Vor allem, der kam auch so unerwartet. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass es mich dahin haut. Klar war es grenzwertig, aber hätte ich jetzt nicht vermutet. So 5 Sekunden, 6 Sekunden fast. Sieht doch richtig nice aus. Jetzt mal hier so ein Megasprung, bisschen schräger. Ja, ganz knapp. Aber diesmal einer. Zum Ende. Okay. Ja, so zwischendurch war es mal spannend, aber Richtung Ende war es eigentlich jetzt auch gar nicht mehr so eng. Muss man so ein bisschen dazu sagen. Punktemäßig sieht es ganz gut aus. Gehen wir auf den Dorfpoint. Ein bisschen irritiert bin ich natürlich schon, dass ich jetzt auf dem Alltime doch so gut abschneide. Bis auf den Start halt natürlich, weil ich einfach keinen Platz habe. Oh, ein bisschen später, dann hier gut loslassen. Alter, ich krieg... Ne, ich krieg keinen... Na, schade. Alter, ja, werde ich hier noch voll in den Rücken reinge... Oh, was? Okay, doch noch. Ich hätte es gedacht, hier der Blitzstart wäre noch ein bisschen weiter vorne gewesen. Deshalb habe ich schon gesagt, ich bekomme ihn nicht. Aber dass er ganz hinten war, okay. Eigentlich auch ganz cool. So, mal gucken, ob wir hier die Boni bekommen. Wobei, für was brauche ich die Boni? Extra Geld? Extra Cash? Aber ich weiß gar nicht, für was ich das ganze Geld ausgeben soll. Ich habe jetzt irgendwie schon 300.000 oder mehr. Und irgendwie muss ich in dem Spiel nicht unbedingt viel ausgeben. Deshalb frage ich mich gerade, für was ich das eigentlich unbedingt brauche. Oder zumindest so viel. Aber wir probieren trotzdem mal ein bisschen schön zu fahren. So. Oh, hier kommt ein guter Sprung. Ein paar andere Tricks mal ausprobieren. Ja, weiß ich nicht. Ah, ein bisschen knapp. So, oh, was war das gerade hier für ein kleiner Sprung? Ich wollte gerade ein bisschen mich reinlehnen und dann durch diesen kleinen Sprung hat es das ganze ATV ein bisschen rübergezogen. Jetzt haben wir hier einen schönen Drift. Die anderen 3 Sekunden nach hinten schauen. Ja, doch, sieht man sogar ein bisschen was. Oh, der war auch ein bisschen knapp wegen aus der Bahn. Oh! Okay, verdammt. Also ich habe schon gesagt, gedacht, es wird knapp. Und dann habe ich gedacht, so okay, es reicht doch noch an. Das hat doch nicht gereicht. Gibt's ja gar nicht. Eigentlich saß ich ja schon wieder vollends auf dem ATV drauf. Eigentlich ist es ein bisschen schade, dass es da hingehauen hat. Müssen wir nochmal machen. War sicher schon cool. Jetzt haben wir leider den Fahrlässig-Bonus verloren. Aus der Bahn müsste noch aktiv sein. Weil es halt immer so eine Frage, wenn so ein Sturz passiert, ob das dann aus der Bahn überhaupt anzeigt. Aber ich glaube, wir sind ja auch nicht so weit rausgekommen. Sollte noch aktiv sein.
Wobei, hier, guck mal, hier geht er wieder so schnell zurück. Aber er macht halt auch nicht viel. Eigentlich nur zurücklehnen. So, wo war denn der eine große Sprung? War das sogar der da? So, sogar noch ein bisschen gehalten. Minimal. So eine Viertelsekunde. Wow, wow, wow. Und so nach hinten. Und diesmal ein bisschen aufgepasst mit dem kleinen Sprung. Und dann kam er doch nicht. So, hier rum, einmal darum. Also die Strecke an sich ist schon relativ lang. Aber ist ja auch nichts los. Hier vorne bei mir. So, was können wir noch machen? Alter, den habe ich auch noch nicht gesehen. Also es funktioniert schon mit dem Schräg. Den habe ich jetzt noch nie gesehen. Habe ich so ein bisschen schräg mal gemacht. Ja, dann gibt es halt noch mega viele weitere Kombinationen. Wenn wir den einen haben. Jetzt weiß ich, was ich da gemacht habe. Ja, mit dieser Barrel Roll. Ja, aber geil. Ich habe, glaube ich, gar nicht mehr so viele Möglichkeiten auszuprobieren hier in dem Rennen zumindest mal. So, einmal hier hoch. Hier vielleicht. Ah, ich weiß nicht. Nee. Okay, zum Glück habe ich es nicht gewagt. War jetzt auch kein großer Sprung. Hätten wir es vielleicht machen können. Aber ich habe mich nicht getraut. So, jetzt kommt der Sprung. 20 Sekunden. Das auf den schwersten Schwierigkeitsgrad. Den da habe ich gemeint. Der ist nice. Beiden Sticks nach rechts. Aber der braucht halt auch seine Zeit. Wir sind so weit vorne, also es glaubt mir, glaube keiner, dass ich hier auf den schwersten Schwierigkeitsgrad hier einmal gesetzt habe. Aber es ist halt so. Fehlt auch so ein Achievement eigentlich, aber ich glaube, ich habe jetzt mal keins gesehen. Oder vielleicht, ja, vielleicht auch nicht. Gibt ja noch hier geheime Achievements. Und, ouch. Ja, das war nicht ausreichend. So, ja, auf der Strecke Bonus haben wir noch bekommen. Das hat sogar noch gezählt. 100 Punkte, 87 auf den letzten, sag ich schon, auf der, wo mich verfolgt. So, das letzte Rennen hier bei dem Maple Hill. Für heute zumindest mal und dann geht's im nächsten Part weiter. So, wir legen los. Alter! Ich hatte vor mir gar nicht direkt den ATV und trotzdem verkacke ich den Start. Oh Mann, das war eine blöde Kurve. Alter, wo fährt der eine da rum? Der rechten Seite. Oh, kommt da angeflogen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich spüre keinen großen Unterschied zwischen Mittel, Schwer und All-Time. Muss ich jetzt so ehrlich mal ein bisschen dazu sagen. Wie gesagt, es kommt bei mir extrem auf den Start an. Bin ich am Start vorne, bin ich meistens auch am Ende vorne. Aber wenn am Start irgendwas passiert und viele mich überholen, dann wird es schwierig. Oh, fast noch ein Mini hingemacht. Ja, auch eine Strecke hier mit sehr scharfen Kurven. So, hier entlang, einmal da entlang. Alter, hier richtig blöd rübergefahren.
Wo sind wir in die zweite Runde gekommen? Gar nicht so mitbekommen gerade. Aber hier, ah doch, hier waren wir schon mal. Ja, wo war gerade die Zielgerade? Habe ich gerade total übersehen. Jetzt auch gar keinen richtig guten Sprung, um ein paar Tricks zu machen. Hier vielleicht? Schon wieder der. Lass mich doch. Nee, letztes Mal war das ein bisschen anders, aber er hatte sehr große Ähnlichkeiten zu dem einen Sprung, wo sie mich auch hingehauen hat. Ist halt mies, auf gut Glück, so einen Sprung zu machen und nicht zu wissen, wie lange überhaupt dauert. Was war das gerade? Eigentlich wollte ich gerade mal denselben machen. Aber irgendwie wollte mein Fahrer das nicht so. So, 7,5 Sekunden sieht ganz gut aus. Aber es wundert mich halt schon. So, hier um die Kurve. Es passiert halt leider nicht viel. Ich hoffe mal, in den anderen Rennen wird es ein bisschen besser. Ich kann leider nicht höher stellen, weil wir schon an der Grenze sind. Aber wir flitzen hier den Leuten richtig davon. Sehr nice. Okay, ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.